Ja, grüß euch, ich bin der Michael Walchhofer. Skitragen sollte eigentlich relativ einfach sein, aber heute sage ich how to carry a ski. Ja, das waren eigentlich jetzt ein paar Varianten, weil das Skitragen nicht unbedingt optimal ist. Man gefährdet den anderen Skifahrer und vor allem, es ist auch zum Teil sehr, sehr unpraktisch. Jetzt zeige ich euch die Varianten, wie die Skitragen perfekt funktioniert. Also wir starten jetzt mit dem Skitragen für weitere Strecken und das geht am besten mit dem Schultern. Da geben wir die Ski zusammen, einen Stopper über den anderen und dann können wir eigentlich schon über die Schulter nehmen. Bevor wir aufnehmen, schauen wir noch, ob eh keiner hinterbei steht, dass nichts passiert. Und dann gehen wir den Ski so auf, dass der obere Stopper hinterbei ist, weil nachher kann da nichts verrutschen. Was man vielleicht auch noch schauen, die Stecken kann man natürlich auch auf die Hand nehmen, da hat man ein besseres Gleichgewicht, wo man will, kann man es natürlich auch zu der Hand nehmen, die da im vorderen Bereich bei den Spitzen ist. Also wo man aufpassen muss beim Ski über die Schulter tragen, dass man hinten doch einen relativ großen Schwenkbereich hat. Das heißt, wenn man irgendwo anstehen muss, dann hat man da mit den Ski natürlich ein bisschen Waffen mit dabei. Da ist es besser, wenn man den Ski runtergibt und die zweite Variante des einfachen Skitragens probieren. Ja, also die Trageweise ist auch ganz einfach. Man schaut nur, dass der Stopper vom vorderen Ski unterbei ist. Dann braucht man den Ski bei der Bindung schnappen, nimmt ihn da auf und es geht schon los. Ja, seht ihr, Skitragen ist eigentlich keine Hexerei. Also, geht da hin und starten in den Skitag.